der Waldretter. Freunde, ich würde lügen, wenn ich sage, das hier ist der erste Versuch nach Beendigung der letzten Folge. Und ich merke auch, dass mir das nicht sehr gelingt, das hier nebenbei zu kommentieren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Alter, ich mag dich nicht. Alter. Arschloch. Ich glaube, den sollte man nicht nahkämpftechnisch. Oh, Alter. Das ist eine Schwachstelle. Wartet. Oh, nice. Alter. Er hat Pickel auf dem Rücken. Er hat Pickel auf dem Rücken. Kleine miese Sau, du. Digga! Ist gut jetzt. Wieso geht das nicht? Oh, oh. Okay, warte. Aber Kena, du musst springen. Oh, nein, 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 nein. Wo ist er? Oh, Kena, bitte. Alter. Kleines, hässliches Arschloch. Alter, das war getroffen. Jetzt werde ich sauer. Digga! Was ist denn dein Problem? Warte. Ja! Ja! Freunde! Im Flug! Also im Sprung, meine ich. That's the way. Okay. Man sollte das auch wirklich... Oh, ficken. Man sollte halt auch wirklich schießen, wenn man im Flug ist, ne? Sonst hört der Zeitlupeneffekt auf. So, positionieren. Aber der dreht sich immer wieder um. Immer wieder. Der dreht sich im... Als ob das ein Treffer war. Erzähl mir doch nichts. Mama! Warum bin ich eigentlich gleich schon wieder fast tot? Nein! Warum nicht? Nein, 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 nein. Oh, bitte nicht. Das ist der bisher beste Versuch. Egal. Geh auf Abstand. Oh mein Gott. Wo ist der Kackspaten? Hau ab! Geh weg! Ich mag dich nicht. Du hast keine Freunde. Oh, als ob. Nein, nein, nein! Wie geht das nochmal? Mit dem Zuschlagen und dem Hammer. Nein, ich mag dich nicht. Du bist Kacke. Geh weg. Geh weg.
Ich mag dich nicht. Geh kacken. Nein, du fetter Bast. So. Nummer 1. Direkt in deine hässliche Kackfresse. Was? Ich hab gedrückt? Ich schwöre! Du kannst mich mal, Alter. Du kannst mich mal. Ja, ist klar. Okay. Digga! Leb deine Aggression woanders aus, aber kämpf her. Oh Mama. Digga, ist das dein verfickter Ernst? Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel wirklich. Aber die Bosskämpfe sind unfair. Kann man nicht anders sagen. Ja, als... Alter, ich mag dich nicht. Du stinkst nach Maggi. Und nach Rotkohl. Vergammelt. Muss man erwähnen. Vergammelt. Du bist so ein hässlicher, ne? Du bist so toll, ne? Du stinkst einfach. Nein! Ich wollte meinen Hammer machen, aber es war nicht aufgeladen. Oh Mama. Oh, ich hasse den. Das gibt's nicht! Moment, das ist nicht. Was ist das für eine Box? Was war das? Was passiert hier? Was machen meine kleinen Freunde da mit ihm? Alter! Oh! He's holding on. Ja, mit seinen hässlichen Popelwarzen im Gesicht, ne? Ganz ehrlich. Geh mal zum Arzt. Das ist ja eklig. Hey. Anwenden. Ja, ich muss mir überlegen, ob ich angreife oder lieber heile. Ja, lieber heilen, das ist klar. Nein, Kena, ich musste zielen. Entschuldigung. Habe ich verkackt. Was war da gerade? Fick dich! Bist ein kleiner Hustensohn. Das war ein Treffer. Das war sowas von ein Treffer in seine hässliche Kackwarzen-Geschichte. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich konnte den vorhin irgendwie stunnen. Die Rott haben da irgendwas gemacht, aber frag mich nicht was. Arschloch, das gibt's nicht, dass du mich immer triffst und ich dich so gut... Was soll das? Ja, das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Kleines Arschloch. Was ist mit ihm? Hat der Bauchschmerzen? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das gibt's nicht. Wie kann man denn so nach Maggi stinken? Alter, ich hab mich gerade geheilt, du. Piece of shit, Alter. Was war das? Nein, geh weg. Ich brauch das Ding hier. Okay, das lädt meine Kraft wieder auf. Alter! Ich kann mich nicht mehr heilen. Oh, Mama! Jetzt wird's wieder Klosett.
Wo Rott anwenden? Wo? Wo, wo? Es stand da gerade. Wo, 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 wo? Hä? Es steht halt immer ganz kurz und dann ist es wieder weg. Ich will, wenn ich die Möglichkeit habe, ihn zu stunnen, dann... So, jetzt. Ich weiß nicht wie und ich weiß auch nicht woran und ich weiß auch nicht... Rotkohl? Jetzt sind sie wieder weg. Jetzt konnte ich ihn ein paar Mal treffen. Jetzt greift er wieder an wie so ein Bastard. Ey, ey. Jetzt ist mein Bildschirm schief. Und ich kann nichts sehen, weil da ein Baum ist. Gibt's nicht! Arschloch! Kleines! Pieseliges! Pieselvieh! Nein! Das gibt's nicht. Ich hasse das. Na komm, zeig deine Warzen. Brauchst dich nicht schämen. Hässlich sind sie sowieso. Treffen wir jetzt noch ganz gut. Ach, das war Heilung. Ich dachte, ich könnte ihn wieder stunnen. Das war jetzt total verschwendet. Ich hasse dich und alle deine Nachfahren. Das war schlau. Gefährlich, aber schlau. Wie das Heilkugelding nicht voll? Ernsthaft? Okay, Freunde. Vorsicht. Vorsicht genießen. Ja! Yeah! War's das? War's das? Warte, das müsste es eigentlich gewesen sein. Der hat keine Warte. Du Arschloch, du verpiss dich jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bildschirm wieder gerade machen hier. Was ist das denn? Ich habe so auf den Schreibtisch gedonnert, dass hier... Hilfe! Mein Gott, ey. Die cheaten hier alle. Die Bosse sind... Das sind voll die Obercheater. Das ist schlimm, ist das. So. Alter. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena. Bridge of Spirits. Oder... Weiß ich nicht. Ach, ist auch egal. Mein Bildschirm ist immer noch nicht gerade. Warte, ich hab den... Dass der dabei nicht kaputt gegangen ist und in 1000 Teile zersprungen ist. Ist ein Wunder. Boah. So, was ist jetzt... Was ist jetzt... Ach, da oben. For Taro when he was a boy. He loved these woods, and I tried my best to teach him the old ways. Consumed
by the troubles of our village. I was not there for Taro when he needed me most. I hope we can bring him peace. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. I'll wait for you there. Entdeckt das Relikt. Taros Messer. Vergessener Wald. Triff Huzu im vergessenen Wald. Rott gefunden. Level 2. Nice. Die Rott können jetzt mehr Aktionen ausführen. Mega. Direkt angucken. Upgrades. So, freigeschaltet. Also, verfügbar. So. Was ist das denn? Starte den Kampf mit 1 Rott-Aktion verfügbar. 300. Das ist ganz schön teuer. Rotthammer? Okay, warte, das muss ich mir eben kurz ansehen. Okay, der Kena wirft dann so ein Rott auf die. So nach dem Motto, hol's Stöckchen oder was. Gegenschlag, Upgrade verfügbar. Drücke R1 nach dem Parieren, um einen Wirbelangriff auszuführen. Okay. Drücke R3, während du deinen Bogen spannst, um die Zeit kurz zu verlangsamen. Ach, im Stehen aber. R3. Das ist aber krampfig. Also klar, da habe ich meinen Daumen fast eh immer drauf wegen der Kamera. Aber ich weiche damit halt auch aus und springe, ne? Mit X und Kreis, deswegen weiß ich nicht. Bogen. Ach, das ist die Grundfähigkeit, okay. Was ist denn Rottpfeil? Drücke Viereck, während du deinen Bogen spannst, um einen Rottpfeil zu erzeugen. Kenas Bogen feuert einen mächtigen Schuss ab, der Feinde durchbohrt. Sorry, aber will ich haben. Das muss reichen. Okay. Können wir uns das auch angucken? Rottpfeil. Ist das immer verfügbar? Nein, das kostet einen Aktionspunkt. Okay, aufhören zu zielen. Okay. Ach, wir haben jetzt eine zusätzliche Aktion. Das finde ich nice. Okay, das hat aber nichts mit dem Upgrade zu tun per se, sondern mit dem Levelaufstieg. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. So. Ich schaue mich mal ganz kurz im Haus um. Oh, dieses Leuchten, ne? Es ist so wunderschön. Es ist so, oh, toll. Das ist so süß, ne? Öffne. Essenszeit. Ah, hier ist eine Kiste. Kristalle. Nice, schon 1000. Das Leuchten von Kena, ne? Alter, wie nice. Plopp. Ich nehme mal an, hier geht es weiter. Ist aber wirklich nur eine Vermutung. Oh. Oh, wie geil. Sie öffnen einfach Schubladen. Hi. Rott gefunden. 16 von 35. Dann kriegen wir das nächste Level. Ah. Okay. Der verfolgt uns ein bisschen. Was sagen die beiden? It's good to be back. Yeah, I wish Taro was here. Ja, kann ich nachvollziehen. So, was ist hier, wenn ich jetzt... Ich könnte auch direkt hier hinten auf die Terrasse gehen, oder wie... Ah, guck mal an, hier ist noch eine Kiste. Mit Kristallen. Hätten wir jetzt glatt übersehen. Das ist so süß, ne? Es ist so putzig. Und es führt einfach jeder Weg... Kiste! Oder... Kessel!
Und hier auch nochmal. Oder nicht? Hallo? Geht das nicht? Ah, ich, okay. Ich stand nicht nah genug dran. Was genau bringt es, wenn die futtern? Zuneigung? Entwickeln die sich? Pikachu oder? Boah, das wäre geil, wenn die Rot selber auch von sich aus kämpfen könnten. Also im Sinne von, mitstreitertechnisch. Nicht, dass die jetzt voll die oberkrassen Fähigkeiten erlernen, so Donnerblitz, Flammenwurf, Aquaknarre, aber bisher ist es ja so, dass ich denen Befehle gebe, beziehungsweise halt mit mir zusammenkämpfen, ne, durch den Stab oder durch die Macht, the Force, nein, ihr wisst, was ich meine. Aber so ein bisschen eigenständig, so ein bisschen, irgendwie, ach, irgendwas Kleines, was auch gar nicht so viel Schaden macht, aber was halt schon einen Unterschied machen kann, so knabbern oder so, sowas wie ein Tackle, weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Würde aber auch irgendwo nicht passen. Ich fänd's nur cool. Aber wer weiß. Wer weiß, was noch kommt. Kann ich eigentlich... okay, okay. Steinkreis. Nein, das ist kein Stickdrift, das ist gerade bewusst. Aber ich liebe solche Kamerafahrten und Beauty-Shots. Ich liebe das. Da schlägt mein Grafikhurenherz ein bisschen schneller. Vor Freude natürlich, ne? Nicht Asthma oder irgendwie so. Was ist das? Eine Eule. Ich dachte gerade, das wäre was ganz anderes. Also ich habe gesehen, dass es ein Stein ist. Ja, okay, obvious. Den freigeben? Ach so. Warte. Ich konnte damit interagieren? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Objekt bewegen. Wie es läuft. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Keine Ahnung. Wohin damit? Erstmal ihn hier. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Rosus Haus. Achso, jetzt ist das Objekt wahrscheinlich auch nicht mehr in meiner Gewalt, ne? Aber es bleibt da, wo wir es zuletzt stehen gelassen haben. Wieso kann ich jetzt nicht mehr damit interagieren? Okay. Gut, dann ist das so. Guckt euch das an. Guckt euch das an, das ist so wunderschön, ne? Mich würde echt mal interessieren, was Ember Lab sonst noch so für Spiele gemacht hat bisher. Beziehungsweise was halt in Entwicklung ist, ne? Ob irgendwas schon bekannt ist. Meine Kinder ist ja jetzt auch schon ein, zwei Jährchen raus, soweit ich weiß. Oder? Doch, müsste, ne? Warte. Hier waren wir schon mal. Ach, sag bloß. Okay. Das... Oder sieht das nur rein zufällig 1:1 genauso aus? Nein, das glaube ich nicht. Hier ist sogar die Brücke. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr rüber. Ja, okay, aber wo muss ich denn da hin? Okay, was sagt die Karte? Triff Ruso im vergessenen Wald. Kann ich mir irgendwie einen Tipp einholen? Ah, die Eule!
Ah, I need that owl. Oh, oh, oh. Dark Owl. Ja, aber es geht nicht. Wartet. Nein, warum geht das nicht? Muss ich den Bereich neu laden? Ey, das ist jetzt ein Scherz. Ne? Normalerweise können die Roboter doch einfach mit interagieren. Und es wird mir auch angezeigt. Warpe mich mal eben ganz kurz weg und wieder hin, in der Hoffnung, dass der Bereich neu geladen wird. Vergessener Wall. Dorfzentrum. Da dürfte auf jeden Fall nichts passieren, ne? Prüfungen? Ach du Scheiße. So, und dann ganz schnell wieder weg. Warte, sag los, ich kann... Achso, Futter. Ich dachte jetzt schon Kristalle. Gut. So, warte mal. Rosos Haus, Rosos Posten, Hinterhof. Nee, das war sein Haus. Wenn ich mich jetzt nicht irre, genau. So, wo ist jetzt hier Dark Owl? Aha, guck mal an. Wird also resettet. Resetti, genau. Okay. Jetzt geht das auch. Aber es kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich die loslasse... Oh, dass ich das dann nicht mehr bewegen kann. Ich gehe mal erstmal hier hin. Hier vorne hin. Ach so, passt das schon? Ach süß. Ich finde das so süß. Auch wenn Sklaverei ist. Nice. Okay. Schien mir jetzt aber nicht so, als wäre irgendwas passiert. Muss ich gestehen. Hallo? Oh, hi. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. I'll wait for you there. Okay. Kennen wir schon? Als ob ich nicht gesehen habe vorhin, dass es hier weitergeht. Oder war das hier vorher zu? Stopp! Halt! Im Namen des Gesetzes! Oh mein Gott, er hat eine Blume! Alter. Wie süß ist das denn? Bleibt die jetzt hier liegen? Blume, neuer Rotthut. Rott, Schmott, Rotz, ja. Over there. Oh. Ah. Okay, das Zahnrad ist drin. Was auch immer mir das sagen möchte. Hä? Es leuchtet, aber ich kann es nicht... Jusen. Gut. Egal. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Dieses Rätsel werden wir beim nächsten Mal angehen. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bleibt dran.